Hallöchen und willkommen zurück. Neuer Tag, neuer Vlog. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und hier werden täglich Videos geballert. Wir sind gerade auf dem Weg zum Einkaufen, denn heute früh habe ich euch eine Aufgabe gestellt. Schickt mir doch mal eure Lieblingsrezepte von eurem absoluten Lieblingsessen. Gewonnen hat Spaghetti mit Schinken-Sahnesoße. Das werde ich euch mal hier einblenden, das Kommentar. Und das werden wir heute nachkochen. Ich nehme euch mit zum Einkaufen. Ich nehme euch mit zum Kochen. Und zum Schluss werden wir das Ganze dann bewerten, wie gut das Tatsache schmeckt. Ich bin echt schon gespannt. Eigentlich sollte ja heute eine Reaction kommen. Aber dieses Video, was ich dachte eigentlich, was heute kommt, kommt erst morgen um 12. Das heißt, ich muss die Reaction auf morgen verschieben. Deswegen gibt es heute euer Rezept. Geht's erstmal auf zum Einkaufen. Ich habe gerade dem Toni geschrieben und habe ihn gefragt, ob er Lust hat, dann vorbeizukommen, um mitzumachen. Das heißt, er hat ja gesagt und das heißt, ich koche heute mit Toni. Der kommt dann noch. Oh, letzte Woche war es noch so warm gewesen. 20 Grad und jetzt diese Woche kann man gleich wieder einen Glühwein machen hier. So. Also wir brauchen Spaghetti, Schlagsahne, Milch, Speisestärke haben wir zu Hause, Sahneschmelzkäse, gekochten Schinken haben wir zu Hause, Suppengewürz habe ich auch, Pfeffer und Öl haben wir natürlich auch. Das besorgen wir jetzt erstmal. Ich möchte eine Avocado. Seine Schmelzkäse und Milch und Nudeln. So, wir sind zu Hause angekommen. Es ist ungefähr 14 Uhr. Toni kommt in einer halben Stunde und dann geht's los. Also alles wartet jetzt nur noch auf Toni. Gerade das hier aus dem Lidl mitgebracht. Das ist das Leckerste, was ich seit langem getrunken habe. Boah, das bringe ich jetzt immer mit. Richtig lecker. Das ist die Flasche, die mir gestern runtergefallen ist im Vlog, die kaputt gegangen ist. Und die werde ich jetzt einfach mal in der Zwischenzeit versuchen zu kleben. Solange ich auf Toni warte. Echt übel, die ist so ungünstig gefallen. Toni, wenn du das siehst, ich ziehe dir die Hammelbeine lang. Ich erlaube somit jetzt allen, die Toni mal sehen sollten, ihr dürft ihm die Ohren lang ziehen. Der Toni hat nämlich gerade geschrieben, dass er doch nicht kommt. Das heißt, ich fange jetzt an und mach's alleine. Mann. Nie läuft etwas nach Plan. Nie. Okay, ich habe hier schon grob alles, was ich brauche. Den Sahneschmelzkäse, Nudeln, Schlagsahne und der Rest, den hole ich gleich noch. Dieses Rezept dazu, packe ich euch unten in die Infobox, dass ihr es nachkochen könnt. So, also daheim haben wir schon erstmal einen Topf. Dann brauchen wir noch einen kleinen. In den großen machen wir natürlich erstmal Wasser. Hier die Nudeln. So, das heißt, ich brate jetzt erstmal den Schinken ein bisschen an. Na, dürfte reichen.
Eigentlich sollen wir nur 200 Gramm rein, aber ich habe jetzt alles reingemacht, weil was mache ich denn sonst mit dem Rest davon? So, der Schinken ist jetzt ein bisschen angebraten, also mache ich jetzt die Schlagsahne dazu. So. Und fülle das Ganze nochmal, also diesen Becher, mit Milch auf und das kommt dann auch rein. Und zack. Aufgrund dessen, dass ich jetzt ein bisschen mehr Schinken drin habe, mache ich noch mal einen halben Becher Milch mehr rein. Ich warte jetzt, bis das Ganze noch mal aufkocht, damit ich den Sahne-Schmelzkäse reinmachen kann, weil sonst ist das, glaube ich, ein bisschen ekelhaft und der schmilzt nicht. Ah, jetzt hat sich aufgenommen. Ich habe den Sahne-Schmelzkäse schon reingetan. So sieht das aus, also so ein richtiger Klumpen. Das Nudelwasser kocht auch schon. Werden wir also mal so Salz reintun. Und die Nudeln rein. Zack. Läuft. Der Käse echt fast schon weg. Sehr schön. So, die Suppe werde ich jetzt noch ein bisschen mit Speisestärke andicken und dann würze ich das Ganze noch und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Cool. Der Moment der Wahrheit. Mmh. Alter. Kann noch ein bisschen Würze rein, aber so schmeckt schon echt gut. Ja, Soße fertig. Ich habe erst Suppe gesagt. Soße meinte ich natürlich. Alles wartet auf die Nudeln. Schneller! Mmh, guck mal, Toni, was du verpasst. Das sind Nudeln. Oh, die ist so richtig cremig, diese Soße. Voll genial. Zack. So, der Moment ist gekommen. Ich bewerte dieses Rezeptgericht. Und ich verrate euch natürlich auch, wie es schmeckt. Es ist wirklich so richtig sahnig, käsig und dann kommt der herzhafte Geschmack von dem würzigen Schinken durch. Also das schmeckt richtig, richtig gut. Toni, du verpasst wirklich was. Verratet mir doch mal bitte, ob wir sowas in der Art nochmal machen sollen, dass ihr mir eure Lieblingsrezepte schickt. Und ich koche die danach und bewerte diese. Also dem würde ich auf jeden Fall einen 9 von 10 geben, weil das ist jetzt richtig lecker geworden. Besser als ich dachte. Also ich würde das auf jeden Fall gerne wieder machen oder weitermachen. Es kommt drauf an, was ihr sagt. Das schmeckt so unglaublich gut, aber das macht unglaublich satt. Dieses käsige, sahnige und dann noch der Schinken und die Nudeln dazu, das stopft unglaublich doll. Aber ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Schmeckt echt gut. Ich bin auch fast fertig, also das esse ich jetzt noch und dann ist voll, randvoll. Mehr geht dann eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, Rezept findet ihr unten in der Infobox, damit ihr es nachmachen könnt. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da und
Verratet mir, ob ihr sowas nochmal sehen wollt, ob euch das gefallen hat, diese Idee, dass ich eure Rezepte nachkoche, oder ob wir das lassen sollen. Und dann würde ich sagen, ja, fertig für heute. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder, wie gesagt, einen Kommentar. Mit ein bisschen Glück wird euer Kommentar dann auch im nächsten Video eingeblendet, ihr werdet erwähnt. Abonnieren ist kostenlos und würde mich sehr unterstützen und mich sehr freuen. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr keinen Daily Vlog mehr, denn hier kommen wirklich Daily Vlogs. Dann steht der Sache eigentlich nichts mehr im Weg, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss!